Genau. So. Aber ja, das dazu. Was meinst du, wann Rome 3 kommt? Hui. Ich hoffe, dass sie einen Rome 3 machen, sagen wir so. Weil das Problem ist, dass sie mit Warhammer, der Warhammer-Reihe, haben sie sehr viel Erfolg gehabt. Und jetzt versuchen sie die ganze Zeit diese zwei Richtungen von Rome Total War 2, also das Realistische und Historische mit dem Fantasy zu verknüpfen. Also das haben sie ja mit Three Kingdoms versucht, das haben sie jetzt mit Troy versucht, beziehungsweise haben sie perfektioniert. Die Frage ist, ob da noch ein Rome Total War kommt, also ein Rome kommt. Ich hoffe es, weil von der Geschichte interessiert mich Rom, die Antike, ups, also vor allem die Antike am meisten. Weil es mich immer fasziniert, wie fortgeschritten die da damals schon waren. Ja, aber die Frage ist, ob sie eine Rome machen oder ob sie nicht wieder sowas machen wie ja, also von Total War gibt es ja sau viele. Es gibt in der Ritterzeit, es gibt Japan, es gibt Britannien, also Britannien ist jetzt neu, es gibt also neu, kam glaube ich 2018, 19 raus. Es gibt Napoleon und so weiter. Also es gibt ja sau viele Teile. Und ich glaube, bevor sie in Rome 3 machen, machen sie vielleicht ein Medieval 2 oder ein Napoleon 2 oder 3 oder sowas. Aber ich hoffe, dass sie wieder zurück auf die historische Schiene gehen und nicht so, dass ein Held da ist, der mit einer ganzen Kompanie, ja, der es mit einer ganzen Kompanie aufnehmen kann. An sich gab es schon in der Geschichte solche Elite-Einheiten, aber es waren Einheiten, also es waren selten nur ein Mann, vor allem in der Zeit nicht. Also im Zweiten Weltkrieg gab es natürlich sehr gute Schützen, die allein einen ganzen Bataillon aufgerieben haben. Aber das war halt nicht im offenen Kampf, sondern aus dem Hinterhalt. So, was will ich denn hier eigentlich machen? Machen wir öffentliches Gebäude und pushen ein bisschen die Forschung. Genau, so, wie sieht's eigentlich? Die mögen mich mit 1%. Da machen wir mal ein bisschen Loyalität sichern, damit die nicht auf blöde Gedanken kommen. Und die haben Baby, das ist wunderbar. Kann ich ein bisschen die Kinder-Dings pushen? Hm, glaub nicht. Nee, hier gibt es nur Moral für die Einheiten, aber ja. Gut, könnt ihr irgendwas machen? Nee. Okay. Okay. Gut. Dann machen wir. Ich würde sagen, wir machen eine Flotte auf. Mit dem da. Und wir machen noch eine Flotte. Und die schicken wir dann um die ganze weite Welt. So. Bringt zwar uns in dem Sinn nichts, weil wir keine Handelspartner bekommen, aber wir können sehr gut scouten. Also quasi schauen wir, wie weit es ist und so weiter.
Das ist ganz, ganz gut. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk? Nö, du wirst gleich angegriffen, tut mir leid. So, Rang erhöht. Bankett der Rivalen, ja, haben wir ja wieder teilgenommen. Du gehst mal hier lang. Du bleibst noch hier. Loyalität weiter. Du bleibst noch hier. Ja, das ist ganz gut. Weil du bist noch nicht ganz geheilt. So, du? Was mache ich mit dir? Soeben ist auch ein ganz netter Feind. Genau, also der geht jetzt hier hin. Der greift die an und der... Ich weiß nicht, ob ich soeben schon als Feind will. Das gehört auch soeben. Warte, nein. Entschuldigung. Also soeben ist hier, hier. Hier. Okay. Also soeben ist... So groß. Ja, aber was wichtig ist, die haben nur eine Provinz. Also soeben haben sie quasi verloren. Das heißt, da wird es ein bisschen Zoff geben. Das heißt, sie könnten hier ein bisschen abgelenkt sein. Eine zu Massilia und die andere zu Rhodos. Ja, ist ja alles auf dem Weg. Also wenn ich, ich würde mit der, würde ich diesen Schlenks machen. Und mit dem, ja, mache ich so einen Schlenk. Was interessant ist, hier sind die königlichen Sküten auch noch. Aber die wurden durchtrennt. Also hier die zwei. Oder. Ja, das sind zwei. Ist noch königlich. Der da ist königlich. Und der da ist königlich. Also die vier und der eine. Das ist sehr interessant. Also hier unten habe ich die Königlichen eigentlich noch nie gesehen, sondern eher hier oben. Pergamon ist ja gar nicht groß, ja. Das ist halt, entweder wird Pergamon groß oder Galatien oder Pontos. Und in dem Fall ist anscheinend Pontos. Wobei Galatien ist auch hier unten. Und jetzt sehe ich, das war ironisch. Hier unten ist Pergamon. Okay, Pergamon ist ziemlich groß sogar. Aber der wurde ziemlich durchtrennt. Genauso wie die königlichen Sküten. Da geht es auf jeden Fall auch ab. Hier ist noch ein Unbekannter. Pergamon. Ja. Was interessant wird er später mit den Baktrien. Baktrien. Die Einwohner von Baktrien. So, was die da machen. Also, weil Baktrien ist eigentlich die Fraktion, die hier eigentlich immer groß wird. Und die kämpft dann meistens gegen Persien oder gegen Seleukiden. Wobei die Seleukiden werden eigentlich sehr schnell vernichtet, eigentlich immer. Genau. Na schön. Dann will ich mal scouten ein bisschen hier. Also hier brauche ich nicht viel zu scouten. Wenn ich rausgehe, ist das bei 14. Okay. Aber wie gesagt, ich bleibe noch ein bisschen drin. Ich habe eine Einheit verloren. Habe ich gar nicht mitbekommen. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4. Habe ich da etwa eine Fernkampfeinheit verloren?
verdammt. Hier kann ich keine. Warte, du bist voll, ja. Warte, wo gibt's nochmal die Bogenschützen? Ah, hier auch nicht. Ich glaube, die gibt's hier unten. Na gut, ich gehe mal kurz. Oh, ich gehe mal kurz zurück. Ich gehe mal hier hin. Mach eine Armee auf. Nee. Ah, verdammt, wo gibt's denn die nochmal? Wo gibt's nochmal die Bogenschützen? Ah, weiß ich jetzt gerade nicht. Steht das hier? Könnte es sein, dass man die kretischen Söldnerbogenschützen, die in Kreta wohnen, könnte es sein, dass man die in Kreta rekrutieren kann? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es ein bisschen. Hier könnte ich natürlich. Nee, Kavallerie darf ich ja nicht. Die thrakischen Söldnerpeltasten sind auch gar nicht schlecht. Aber hier, die Fernkämpfer sind ja gut genug. So. Ich könnte hier nochmal die Söldnerplänkler holen. Könnte ich machen. Ja, komm. Erstmal. Hier. Gut. Ich glaube, in Rom kann man die rekrutieren. Also ja, du weißt schon, dass ich schon welche rekrutiert habe. Ne? Aber netter Versuch. Hier auf jeden Fall wieder die Bibliothek und Amphorenmacher. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass die so schnell wie möglich forschen. Doppelte Geschwindigkeit bitte hier hoch. Und du doppelte Geschwindigkeit. Könnt ihr ihn auch hier reinschicken. Weil hier weiß ich ja schon, was da abgeht. Bitte hier hin. So. Das war's dann auch, ne? Gucken, rekrutiert, Agent, Bevölkerung und Baumarricht. Gut. Dann schauen wir uns nochmal an, was die nächste Runde so birgt. Legionen lenken und sie ihr Schwert auf euch richten lassen. Rake, warst du das? warum? Ah, das ist doch doof. Also es ist nicht doof für mich. Für mich ist es gerade überhaupt kein Problem, weil ich keinen Krieg habe. Also ich bin ja kurz vor dem Krieg. Also ich hätte ja jetzt diese Runde den beiden den Krieg erklärt. Also der Römer ist eine Runde zu früh. Aber es ist so dämlich von ihm. Also es ist richtig dämlich von Rom. Aus folgendem Grund. Die Veneter sind da. Und er hat mit den Venetern extrem viel Probleme. Also er ist mit den Venetern im Krieg und mit Massilia. Und Massilia ist ja hier. Ah, wobei, Rom hat hier eine. Rom hat das. Rom hat das. Oh! Okay, Rom hat Massilia ein bisschen krass zurückgedrängt. Interessant. Und, okay, wenn ich jetzt mit, ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt mit denen in Krieg gehe, ob dann Syrakus und die Massessüler, ja, ob die dann
dazu kommen. Ne, okay, kommen sie nicht. Ah, das ist echt komisch, dass der mir jetzt den Krieg erklärt. Das ist so dumm. Und jetzt fährt er mit seiner Flotte weg. Was ist da denn los? Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geldspende. Nein. Banditen vor Ort haben angeboten, die Opposition einzuschüchtern. Wie wollt ihr Verfahren annehmen oder verweigern? Wir brauchen das nicht. Das Ding ist ja, wenn man das annimmt, dann ja, bekommt die gegnerische Opposition das mit. Und oh, Rom hat, okay, die Veneter sind anscheinend doch kein Problem mehr für die. Na gut. Du weißt, dass du Massilia im Zweifelsfall schnellstmöglich befreien musst. Ja, das weiß ich. Das sind ja meine Best Buddies. Nicht Bunnies, sondern Buddies. Warte. Okay, plus 3, das reicht. Das reicht. Vor allen Dingen, weil... Okay, Minus Nahrung, minus 2 öffentliche Nahrung, aber wir bekommen hier plus 5 öffentliche Nahrung, also das passt. So. Genau. Du gehst mal da, du darfst in Rom sein und erstmal einmal die kretischen. Warte mal, da gibt es doch, glaube ich, auch ein Limit. Gibt es da nicht auch ein Limit? Anscheinend nicht, aber ich dachte, da gibt es ein Limit. Naja. So, das ist doch Trash. was meinst du jetzt? Die Bogenschützen oder hast du das davor geschrieben? Gut, du, dich brauche ich jetzt da leider auch nicht mehr. Du kommst nach Apollonia und gehst dann nach Brundinsium. Wenn es der Römer haben will, dann will es der Römer haben. Du bekommst das da natürlich. Du gehst... Ja, an sich kann ich die Veneter auch als Feinde nehmen. Weil mit der Armee kann ich ja hier hingehen. Also so die tolle Invasion von Rom sieht jetzt so aus, dass ich von hier nach da, von hier nach da, von da nach da. Ist vielleicht ein bisschen komisch gerade, dass Rom mir den Krieg erklärt und ich greife ihn an. Naja, warte, du kommst jetzt auch mal hierher, weil ich wissen will. Oh, die Veneter haben auch Zoff mit Sueben. Aha. Das ist ja interessant. Okay, haben wir Aktionen und so weiter, gut. Habe ich das nicht schon gemacht? Anscheinend nicht. Ah. Anscheinend nicht. Gut. Ach so, nee, das mit Rum und Massilia. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Essen ist da. schöne Fraktion vernichten, Meldungen durchgucken. Okay. I will do it. Do it. Ein Abkommen zwischen uns wäre den Göttern gefällig. Oh, mit Rhodos? Ich weiß nicht. Also, ist. Aber bitte nicht. Ich bezahle dich doch nicht dafür, dass ich dich nicht angreifen darf. Er weiß nicht, dass ich ihn nicht angreifen werde. So. Gut, du tuckerst weiter. Du marschierst weiter. Du fängst mal schon mal an, dir Schwimmflossen wachsen zu lassen. Und du gehst jetzt mal nach da.
errichtet die Befestigungsanlage. Gut, was gibt's denn sonst noch? Fraktion angetroffen, Rodders. Ja, wunderbar. Wie sieht's denn hier aus? Was habt ihr denn? Auf jeden Fall haben... die haben schon Veteranenlegionäre. Aber nicht viele. Also maximal 4. Und Veteranenlegionäre haben nicht so viel Rüstung wie jetzt hier die gepanzerten. Ja, das sind die normalen, ne? Das sind noch nicht die gepanzerten, zum Glück. Aber wenn er mich angreift, dann habe ich jetzt eine Base und er hat ein Problem. Mit denen könnte ich eigentlich auch noch da. Warte mal. Gibt es hier noch welche? Und jetzt so 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre so lustig. Wenn hier so Gänsemarsch, die ganzen Legionen. Aber das finde ich ja cool, dass der jetzt wirklich Legionen zu mir schickt. Ist ja irgendwo klar, aber. Der pumpt schön neue Bogenschützen aus. Der hebt Bogenschützen aus und nicht der pumpt. Gut. Ja, nächste Runde sieht es ein bisschen mau für ihn aus. Okay, Sadamis lebt noch, genau. Galatien hat die Seleukiden erobert. Ist echt interessant, weil man... Oh, schade. Aber macht Sinn für ihn. Und, okay, Rom hat jetzt die... Mein Volk mag keinen Luxus, doch Geld wird gebraucht. Die haben jetzt wirklich die Veneta weggeschickt. Oder... weggeschickt. Wow. Okay, Rom ist... Ja, Entschuldigung. Schutzbündnis können wir machen. Wie viel habe ich Ihnen gerade dafür gegeben? 600 oder 6000? Weil 6000 wäre viel zu viel gewesen. Das hätte ich nie angenommen. Vielleicht wäre es euch möglich. Und ich frage mit dem... Ich gebe euch jetzt nichts mehr. Ich bin gerade im Krieg mit Rom, hallo? Ich habe ja zwar immer noch 34.000. Ich glaube, ich... Nee, ich habe ihm, glaube ich, keine 6.000 gegeben. Ich hoffe nicht. So, gut, also. Rom ist groß. Ah, in Suba haben hier mal ein bisschen... Dampf gemacht, okay. Also, hier ist Rom, ist ja klar. Dann Rom ist auch hier. Rom ist hier. Syrakus. Rom hat auch hier die Insel. Das ist eine extrem gute Ausgangsposition hier. Von da kann man hier alles sauschnell erreichen. Das ist echt cool. Aber dass Rom so groß ist, habe ich lange nicht mehr erlebt. Finde ich echt cool. Dann sind sie ein guter Gegner. So, auf jeden Fall sind sie hier jetzt mal zurückgegangen. Das heißt, wir können hier locker plündern. So. Du hast gerade 6.500 gezahlt. Alter. Ach ja, das war es echt nicht wert. Ich habe da so schnell geklickt. Ich war mit Rom beschäftigt. So. Du tuckerst jetzt mal hier rum. Du tuckerst mal dahin. Weil hier hat er ja zum Glück keine Flotte. Wobei, ich kann ihn ja wirklich straight angreifen. Nee. Dann greife ich von der See an und das bringt nichts. Minus 2 Nahrung.
Minus 4, was laber ich eigentlich? Und minus 2 öffentliche Ordnung, deswegen bin ich drauf gekommen. Instabilität immer noch, kulturelle Unterschiede, das wird bald sich ändern. Wir haben schon über 50%. Germanisch geht auch hoch, das ist ein bisschen nervig. Aber das ist in Ordnung. Genau. So, du holst dir jetzt nochmal den nächsten. Ich werde hier mal so, ja, 6 Bogenschützen holen und dann komme ich mit dem auch rüber und der unterstützt dann, also dann werde ich den, wobei der hat 5, ne, dann, ja, hier bleibt alles. Der hat 2 und 5, also ja, 7, dann mache ich 7. Bogenschützen und geht dann hoch und tauscht die Fernkämpfer da aus. Genau. So. Gut, dann machen wir noch nächste Runde. Und dann würde ich sagen, war es das mit Rome Toad War. Beziehungsweise noch nicht, weil danach. Das war's mit Rome 2. Und dann fängt es an. Ewigen Weisheit und Vorsicht wünscht der Pharao. Nee, mit dir nicht, nee. Das bringt mir nichts. Genau, und danach kommt die Arena. Genau. Dann zeige ich euch mal ein bisschen, wie das ist. Und weißt du, es sind kurze, coole Spiele. Ich jage die. Und Mission fehlgeschlagen, was? Ja, egal. Warte, ich mach mal. So. Okay, du musst auch nach außen. Ah! Oho! Warte mal. Ich mach mal da Verstärkungsrate. Ah, es geht nicht mehr. Okay. Ich muss zuerst Noraya einnehmen, weil wenn da eine große Armee ist, dann ist da wirklich komplett alles frei für ihn. Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Wie sieht's in Rom aus? Was machen die da? Hat der irgendwas? Sieht gerade eher weniger so aus. Wenn jetzt die Sueben angreifen. Ja, können. Ja, okay, Sueben ist hier oben. Ja, okay. Wenn die Sueben jetzt angreifen, habe ich ein kleines Problem, ja. Aber dann wird es interessant. So, wo ist denn mein. Da ist meiner. Wem gehört Jerusalem? Auch. Oh. Das ist echt interessant. Ich könnte mal hier runter tuckern. Warte. Galatien gehört auch. LOL. Galatien hat jetzt auch diesen Bobbel hier. Okay, Sabah ist auch ein bisschen größer jetzt. Das ist ganz gut. Gut als Gegenspieler. Warte mal. Alter, wie groß sind die denn? Jetzt hör mal auf. Okay, Ägypten hat das da, das da, das da, das da. Galatien hat hier das da. Ägypten, Syrakus. Okay, Ägypten ist nur noch der kleine Popel. Die haben Libya und die Hälfte von Ägyptus. Warte mal, ich muss mal kurz schauen, ob Pergamon. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Die sind mit Galatien verbündet.
Das heißt, ich muss mit Pergamon, ich muss mich so einschreiben, dass ich mit denen ein militärisches Bündnis schaffe. Und dann muss ich Galatien den Krieg erklären, bevor Pergamon mit denen ein militärisches Bündnis macht. Weil sobald Galatien ein... Boah, das ist jetzt knifflig, ja. Sobald Galatien ein militärisches Bündnis mit Pergamon hat, dann ist es eigentlich mehr oder weniger vorbei, weil... Weil sobald ich die angreife, also militärisches Bündnis ist so das höchste Bündnis, was es gibt. Und also ein Klientelkönigtum ist da gleichwertig, sage ich mal. Nur Klientel werden die ja nur, wenn es mit Gewalt unterjocht wird oder man ist zu groß und die machen das freiwillig. Das wird nochmal interessant. Boah. Okay, das heißt, ich werde jetzt. Okay, das mit den Norden, vergesst es. Gut, ich erobere jetzt Rom, befreie Massilia, beziehungsweise, ja, die Frage ist, ob die befreit werden müssen, weil ich weiß nicht, wo die noch sind. Und dann muss ich, oder währenddessen schleime ich mich bei Pergamon ein. Da muss ich alles Richtung Osten tun und Galatien angreifen und hoffen, dass mich Pergamon nicht angreift. Es würde ja schon reichen, wenn Pergamon einfach nur das Bündnis mit mir bricht. Das geht ja auch. Wobei, nein. Das wäre dann falsch. Weil sie müssen das Bündnis mit Galatien brechen und dürfen das Bündnis nicht mit mir brechen. Vor allem Galatien ist so groß. Ich weiß nicht, ob Pergamon dann mit Galatien bricht. Weil Galatien eben so riesig ist. Vielleicht enthalten sie sich auch, ja. Aber wenn, also, ja, okay, wenn sie sich enthalten. Ja, bei defensiven. Wobei. Nee, ich glaube, bei defensiven Verbündeten könnte sein, dass es da ist, aber ich glaube, beziehungsweise, dass es da nicht ist. Aber wenn jemand einen Verbündeten von dir angreift, also jetzt zum Beispiel ein militärisches Bündnis. Und du dich nicht auf Seiten deiner Verbündeten stellst, dann bricht es automatisch das Bündnis. Aber in so einem Fall darf man speichern und laden. Ja. Aber das würde ja nicht wirklich die Lösung sein. Weil das Problem besteht ja dann immer noch. Also dann müsste man. Ja, okay, dann würde man speichern und neu laden und dann quasi sich weiterhin einschleimen. Bisschen. Okay. Gut, ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen Trouble Bubble. Aber das werden wir noch machen. Gut. Dann würde ich sagen.